Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel, was geht ab, ihr Paulberger? Leute, es ist einiges passiert, Freunde, seit der letzten Folge. Und zwar, Freunde, ich werde euch das Ganze jetzt hier mal zeigen. Ihr könnt schon sehen, ich habe hier nämlich mal ein bisschen fertig gebaut, damit wir heute wieder Action machen können. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo, wenn ihr das Ganze feiert. Wir sind hier in unserer wunderschönen Berg-Super-Luxus-Villa, Leute. Und zwar hier die Terrasse hier oben, die Dachterrasse habe ich fertig gebaut. Hier sind so eine Liegen- und Sitzplätze habe ich hier hingebaut. Ich hoffe, ihr findet das cool. Dann wollte ich hier noch so ein paar Feuerstellen hinmachen, Leute. Aber das können wir irgendwann mal noch fertig machen, weil heute, meine Freunde, will ich auf jeden Fall mal wieder richtig dicke Action machen. Ich zeige euch mal ganz kurz davor noch, was ich hier alles noch gebaut habe, wie ich das fertig gebaut habe. Und zwar habe ich gestern wirklich nur eine reine Bausession gemacht, habe wirklich nur das hier fertig gebaut und habe auch gar nicht aufgenommen, weil ich wollte nicht, dass vielleicht irgendwann auf Dauer für euch langweilig wird, weil das war schon echt hier ein riesen Mega-Projekt hier. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das trotzdem immer sehen wollt, wenn ich irgendwas baue, Leute. So, Leute, und zwar haben wir jetzt hier wirklich diese wunderschöne Dachterrasse. Hier so eine Überdachung, quasi wie so eine, keine Ahnung, so Halb-Halb-Terrasse oder wie man das hier nennen kann. Hier so ein bisschen eine Überdachung. Leute, dann hier geht's rein in unsere Luxusvilla in der zweiten Etage, meine Freunde. Hier ist unser Schlafzimmer, ja, wunderschön. Hier Teppich noch gelegt, Leute, weil ich finde so im Schlafzimmer so ein Teppichboden immer sehr, sehr angenehm, wenn man aufsteht und erstmal direkt warme Füße hat und so, ne, wirklich auf angenehm. Dann hier so ein offenes Treppenhaus mit so einer Glasscheibe, so auf modern angelehnt, Leute. Dann können wir hier so runtergehen, sehen hier direkt unser Aquarium, hier die Beleuchtung. Hier wollte ich auch noch einen Teppich hinmachen, aber da hatte ich keine Zeit mehr gehabt. Das können wir eigentlich jetzt noch schnell machen. Und dann, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall heute mal wieder gute Action. Und falls ihr euch fragt, warum ich auch gerade hier einen Diamanten in der Hand habe, Leute. Und zwar war Alphastein am Ende noch bei mir und hat mir so einen Diamanten als Friedensangebot gegeben, Leute. Wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder ins Nether gehen, Leute, für ein bisschen Glowstone-Beleuchtung. Hier sind unsere Hundis, was geht ab. Und wir haben ja auch noch Nametags. Wir können den eigentlich auch gleich mal Namen... Hä? Leute, was ist das denn da hinten? Was ist das denn jetzt hier? Wer baut denn jetzt hier direkt neben mir eine Burg, Alter? Hä, Leute, wer hat diese Burg gebaut? Okay, wir müssen aufpassen, Leute. Wir haben schon mit Alphastein hier halb Streit. Ich weiß noch nicht ganz, ob wir uns wirklich mit dem vertragen haben. Ey, denkt ihr, das könnte ein neuer Gegner sein, wenn der hier eine Burg neben uns baut? Ich fühle mich da ein bisschen bedroht. Wir müssen gleich mal darüber gehen und dem eine Ansage machen. Der kann direkt mal ein bisschen hier Schutzgeld an mich abdrücken, weil er hier in meinem Gebiet baut. Das hier mein Gebiet. Leute, oh mein Gott, wisst ihr, wem die Burg gehört? Denkt ihr, der ist freundlich oder nicht so? Ey, nicht, dass der Alphastein jetzt hier eine Festung gebaut hat, um uns anzugreifen oder sowas. So, wir gehen jetzt erstmal schnell runter, Leute. In unsere Base, in unseren Bunker. Und dann werden wir auf jeden Fall direkt mal einen Angriff starten auf den Paulberger, der hier wirklich direkt es wagt, hier neben uns zu bauen. Ich glaub's ja wohl nicht. Wo sind unsere Chickies? Ja, was los hier, Chickies? Die könnten wir eigentlich auch mal wieder miteinander paaren. Wie immer müssen wir uns auf jeden Fall auch ranhalten, weil wir haben natürlich wie immer nur eine Stunde Aufnahmezeit. Oh, ich dachte gerade schon, hier wäre aufgebaut. Ich bin irgendwie ein bisschen paranoid heute. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendjemand wieder hier mir eine Falle hingesetzt hat. Wie die TNT-Falle neulich unter unserer Tür. Da muss man wirklich aufpassen. Ich vertraue hier wirklich keinem mehr, Leute. Haben wir noch Pfeile? Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr, Leute. Das ist gar nicht gut. Wir sollten uns mal noch ein paar Pfeile machen. Habe ich nicht noch ein paar Flintstones am Start? Und verzaubern müssten wir auch mal demnächst was. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Feuersteine. Das ist gut. Das heißt, wir können uns auch gleich mal noch Pfeile machen. Ja, Holzkohle haben wir auch noch im Gepäck, weil ja, ich wollte ja eigentlich noch da oben auf unserer Dachterrasse so ein paar Feuerstellen so aufbauen. Und einen Whirlpool wollte ich auch noch bauen. Aber das können wir irgendwann mal in der nächsten Episode angehen. So, dann machen wir uns erstmal noch schnell eine Laterne für in die Hand, damit wir nachts Beleuchtung haben. Und Leute, was ich ja auch noch unbedingt machen wollte, ist einen Amboss bauen. Oh, wir haben TNT. Ich glaube, ich werde den TNT-Block mal als Drohung mitnehmen. Für den Typen, der da seine Burg hat. So, jetzt machen wir uns mal einen Amboss. Oh, Amboss ist auch teuer, ne? Da braucht man ja, glaube ich, irgendwie so 3 Eisenblöcke dafür. Es kostet richtig viel Eisen, so einen Amboss zu machen. Aua. Aua, ey, das war ja wirklich teuer. So, wir stellen den Amboss jetzt einfach mal hier hin. Wir werden jetzt auch mal direkt uns auf den Angriff vorbereiten, Leute. Wir werden jetzt gleich zu dem anderen Typen da, wer auch immer das ist, wer sich traut hier, neben meine Base eine Burg zu bauen. Den werden wir auf jeden Fall gleich mal bedrohen. Heute gibt's den Angriff, Leute. Das Ding ist aber auch, so langsam kommen wir hier wirklich in so eine heiße Phase. Irgendwie jeder fängt hier mit jedem Beef an irgendwie. Die Leute haben schon richtig viel TNT. Ich habe Angst, dass irgendwann mal meine Base weggesprengt wird. Deswegen machen wir uns mal lieber ein paar Pfeile, um vorbereitet zu sein. Boah, wisst ihr was? Wir nehmen auch mal die Schilder mit und den Banner hier von Alphastein. Weil wenn wir jetzt gleich dem anderen so Ansagen machen, dann können wir das auch ein bisschen alles auf Alphastein schieben. Ich will nur noch mal ganz schnell unten gucken, ob wir unsere Namensschilder nicht irgendwo haben. Also wenn jetzt jemand geklaut hat. Ah, okay, nee, Gott sei Dank, da sind die. Ich dachte schon, die hat jemand geklaut. So, weil jetzt, meine Freunde, können wir die Namensschilder nämlich an dem Amboss umbenennen und wir können jetzt unseren Hundis Namen geben. Das ist ja voll nice. Okay, wir nennen eins Mr. Berger. Der eine Paul heißt ja Mr. Berger.
Geil. Und der andere, den nennen wir einfach Mr. Paul. Mr. Paul und Mr. Berger. Und zusammen sind sie Paul Berger. Und wer hat hier eine Fackel weggemacht, Leute? Hier war safe eine Fackel. Ich kenne mich. Ich bin Perfektionist in Minecraft. Okay, TNT. Wir sind eigentlich soweit ready zum Angreifen. Wir haben jetzt natürlich an sich nicht die krasseste Rüstung. So, aber ein bisschen Action können wir da ja auf jeden Fall mal machen. Wir werden jetzt nur noch unsere Hundis umbenennen. Oh, eigentlich, Leute, müssten wir unsere Hunde mitnehmen. Einen mitnehmen zum Angriff. Aber ich habe irgendwie Angst, dass denen dann was passiert, Leute. Das wäre ja irgendwie auch nicht so nice. Nicht, dass der andere Ehrenlose die dann noch weghaut. So, also du bist hier Mr. Berger. Wow, alter, nice, Leute. Seht ihr das? Der hat jetzt hier einen Namen. Mr. Berger, was geht? Und du bist Mr. Paul. Mr. Paul und Mr. Berger. Nice, Leute. Feier ich schon wieder. Ey, das... Das Dach war doch gerade eben noch nicht fertig. Okay, das heißt, der Typ baut da auch gerade. Wer auch immer das ist, der ist jetzt gerade online. Wir müssen da jetzt mal hingehen. Wir müssen da jetzt mal hingehen, Freunde. Okay, Freunde. Wir sind, das Inventar ist bereit. Wir sind auch bereit. Let's go. Let's go. Ich werde da jetzt angreifen. Wir gehen jetzt rüber und greifen die andere Festung an. Irgendjemand hat auch mein Netherportal hier mit benutzt, weil das war eigentlich kaputt und jetzt geht's wieder. Okay, ich sehe hier niemanden. Wem gehört das hier? Wer traut sich jetzt hier einfach neben mir was zu bauen? Die Insel ist so groß. Der hätte überall hingehen können. Warum jetzt hier direkt neben mir? Oh, ey, das... Das, Leute, das ist Candy. Wer redet denn hier auf meinem Anwesen? Candy wer ist hier. Es sich in die Festung der hat mich gehört. Von Candy zu begeben, dem König der YouTuber-Insel. Wer war ey, das Candy, drin? Du spinnst wohl, Alter. Hä, wer ist auf dem Anwesen des Königs? Ja, guck mal hier den Turm runter. Mensch, guck doch, wo ich bin. Hey. Ja, Candy, Alter. Spinnst du jetzt oder was? Warum? Ich bin der König. Warum baust du deine Kackburg hier direkt neben meine Luxusvilla? Ach so, du wohnst ja auch hier. Habe ich gar nicht gesehen. Mach nicht so, mach nicht so. Meine Bude sieht man über die ganze Karte, Alter. Vorsicht, halt Abstand, ja? Ich habe hier meine Untertanen. Die werden dich besiegen, ja? Deine Untertanen? Aha. Ich bin der König. Ich sag's mal so. Ich lass ja, deine Burg verschwinden, wenn ich will. Nein, bitte nicht. Dann wird hier nur ein riesen Erdloch bleiben. Ja, was willst du? Was willst du von mir? Ich sag's mal so, eigentlich passt mir das nicht so, dass du jetzt hier direkt neben mir was baust. Die Insel ist so groß, warum kommst du direkt neben mich? Ich wusste nicht, dass du hier wohnst. Hab ich nicht gesehen. Aha. Wer war zuerst hier? Ich weiß nicht, wer zuerst... Du hast neben mir gebaut. Aha. Willst du mich jetzt hier flachsen oder was? Oha, hey, Vorsicht. So. Vorsicht fallen, komm mir lieber nicht rein. Warte mal, lass mich mal was kurz überlegen. Leute, ich sag euch ehrlich... Vielleicht können wir sogar davon profitieren. Vielleicht mache ich den Typen gar nicht kaputt. Vielleicht können wir davon profitieren, dass der Typ hier ist. Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, Candy, komm mal her. Ja, ich werde dir jetzt ein Angebot machen. Und ich habe mächtige Freunde im Rücken. Okay. Du kannst hier deine Burg bauen. Aber okay, das gehört hier zum Hoheitsgebiet iCrimex. Was? Die Bergregion hier gehört mir, die Hügel. Ist das deine Gemeinde hier quasi? Das ist meine Gemeinde hier. Du bist der Bürgermeister. Genau, du darfst hier teilhaben an meiner Gemeinde. Okay. Aber dafür musst du auch was dazu beisteuern. So eine Art Steuer, ja. Was Steuer, das denn kosten? Genau, eine Steuer musst du zahlen. Ja, eine Steuer, das ist ganz unterschiedlich. Mal ist es 5 Eisen, mal kann es auch ein bisschen, keine Ahnung, was die Gemeinde halt gerade braucht sein. Ja, okay, verstehe. Ich habe nämlich eine Idee. Warte mal, wenn ich jetzt mal was hole eben. Ein bisschen hier, ein bisschen Leute, da. Meint ihr, wir sollen hier mal was wegsprengen? Ja. Sollen wir mal was kaputt machen? Das wird gut. Jetzt hier noch ein bisschen. So. Oha, ich habe voll die gute Idee. Pass jetzt auf. Und zwar hier, so, zack. Steuer für iCrimex. Oh, da kommen Phantome. Pass auf, Candy. Wir müssen hier echt mal schlafen, ey. Wir machen die platt. Ja, sollen die herkommen. So, ja, auf jeden Fall ist hier eine Kiste. Und du, ja, und hier Candy. Lege ich das immer rein. Ja, Candy, komm mal kurz her. Und du willst mir jetzt erzählen, du hast hier nicht gesehen, dass hier jemand baut. Ja, hab ich nicht gesehen. Nee, wusste ich nicht. Hast du nach mir gebaut vielleicht? Kann das sein? Ich habe hier gestern angefangen. Aha. Ja, ich bin schon seit 2 Wochen da. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Mhm. Okay. Wir wissen ja, wie wir es machen. Du zahlst hier deine Steuern und dafür darfst du hier bleiben. Ich lege die Steuer hier in diese Kiste rein und dann kannst du hier mal lang gehen. Ja, ich werde diesen roten Teppich noch auslegen und dir die Steuer abholen. Okay. Was gibst du denn mir jetzt heute an Steuer? Moment, lass nicht gucken. Dreh dich weg, weil da ist meine versteckte Kiste. Nicht gucken, Okay, gut. Schau ich hier mal rein. Versteckte Kiste hat er da. Okay, da soll er mal was geben. Okay, ich habe die Steuer für heute... Moment, ich muss das zumachen. Nicht gucken. Ich guck nicht. So, die Steuer für heute werde ich dir hier reinlegen, natürlich, ja.
5 Eisenbarren. Na pro gut. Pro Tag. Pro Tag, ja, okay. Im Monat, das sind 150 Eisen im Monat. Wie soll ich das bezahlen? Ja, das ist hier teuer zu leben, aber dafür hast du auch halt hier die beste Aussicht hier. Es hat auch Vorteile, hier neben mir zu wohnen. Genieße ich deinen Schutz wenigstens? Du hast jetzt auch Schutz von mir. Ich werde dich nicht angreifen. Okay. Aber pass auf, Junge. Wenn einmal die Steuer nicht da ist, dann wird's verdoppelt. Okay, ich werde die immer täglich reinlegen. Okay, sehr gut. Dann mach's gut. Tschüss. Boah, Leute, dem haben wir Ansagen gemacht hier. Ey, Leute, voll gut. Voll gut. Ich meine, hätten wir den jetzt direkt angegriffen, wir könnten ihn natürlich jetzt auch, der hatte da gar keine Rüstung alles an, wir hätten ihn ja easy weghauen können. Aber es bringt uns ja viel mehr, wenn der für uns immer arbeiten muss. Der muss einfach immer für uns Ressourcen ranholen. Das ist jetzt quasi so unser Diener oder so, den wir haben. Na egal, dann darf der neben uns wohnen. Wenn der was macht, Leute, dann werden wir den fertig machen. Weil ich habe auch schon eine gute Idee. Und zwar, Leute, ich werde hier auf den Berg werde ich eine TNT-Kanone bauen. Und wenn er Faxen macht, dann werden wir TNT auf seine Burg von oben runterschießen. Das hat Vorteile, an der höchsten Stelle auf der Map zu sein, weil niemand kann zu uns Sachen hochschießen, aber wir können Sachen zu den anderen runterschießen. Wer hat denn hier die Tür falsch platziert und den Knopf hier weggemacht? Ey, Leute, es ist wirklich jedes Mal. Jeden Tag ist irgendjemand hier in meiner Bude drin und macht irgendwas. Ey, das ist wirklich hier langsam. Leute, ich glaube, wir müssen hier langsam mal wirklich ein paar Fallen einbauen. Das geht hier zu weit. Ich muss hier unbedingt Fallen einbauen. Wir müssen auch hier mal eine Fackel noch hinmachen, damit hier mal ein bisschen noch Beleuchtung ist. Ein paar mehr Fackeln können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, toll, jetzt haben wir hier nicht mal mehr einen Eisenknopf. Oh, ey, Mann. Wer macht denn hier jedes Mal so eine Scheiße, Leute? So, zum Glück haben wir hier noch was. Zack, machen wir uns schnell einen Steinknopf. Okay, also irgendjemand wollte mich hier wohl wieder pranken oder so. Okay, Leute, also mit Kenny vertragen wir uns jetzt mal. Der baut ja hier seine Burg neben uns. Jetzt ist nur noch die Sache wegen Alphastein. Der hat mir ja ein Friedensangebot gemacht. Aber so ganz vertrauen kann ich dem irgendwie ja auch noch nicht so, Leute. Wisst ihr was? Wir machen heute mal, wir besuchen mal die anderen. Wir gehen jetzt mal als nächstes zu Alphastein, wo auch immer der ist. Warte mal, ihr hattet mir ja letztes Mal die Koordinaten gesagt. Ich muss noch mal gucken. Das war ja irgendwie da drüben irgendwo auf so einer Extrainsel. Wir gehen gleich mal zu Alphastein rüber und werden ihn vielleicht mal ein bisschen ausspionieren. Mal gucken, ob der wieder irgendwas im Schilde führt gegen uns. Bei dem Typen muss man ja aufpassen. Der ist ja ein Psychopath, ey. Ja, ich muss mal gucken hier mit dem Teppich, Leute. Das gefällt mir noch nicht so ganz, weil das irgendwie so gleich aussah wie der hier. Boah, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen einfach auch nochmal eine Sitzecke hier hin. Wir machen auch nochmal mit diesem hellen Gestein. Müssten wir eigentlich hier nochmal so eine kleine Couch-Ecke hier hin machen. Das sah doch eigentlich ganz gut aus. Ist halt nur die Sache, wir haben jetzt nicht mehr so viel Material davon. Aber an sich war das ja eigentlich eine ganz coole Sache. Machen wir hier einfach nochmal so eine kleine Couch hin. So, nochmal so eine Sitzecke. Dann können wir nämlich hier zack, 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 so ein bisschen den Teppich rummachen. 3 mehr Treppen bräuchten wir und ich glaube, dann wird das schon eigentlich ganz gut aussehen hier. Und bevor wir zu Alphastein gehen, können wir jetzt natürlich auch mal noch hier unsere Lagerfeuer bauen. Weil dann machen wir vorne, oben auf unsere Dachterrasse jetzt noch so ein paar Lagerfeuer hin. So, komm, wir gehen nochmal schnell hier hoch auf unsere Dachterrasse. Also das hat wirklich, dieser Umbau hier für die zweite Etage, das hat richtig lang gedauert, Leute. Boah, und hier müssen wir natürlich noch die Schilder dran machen, das habe ich ja auch noch voll vergessen. Oh, wow, 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 das sieht doch hier gut aus. Oder man macht das mit Falltüren, das würde auch gehen, sieht vielleicht auch gut aus. Oh mein Gott, hä? Mit Falltüren sieht das ja voll gut aus hier. Okay, wir machen das doch nicht mit Schildern, sondern mit Falltüren. Boah, Alter. Wie gut sehen hier bitte diese Liegen aus. Ey, voll nice. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. An sich könnte man ja überlegen, ob man jetzt hier zwischendrin noch so eine kleine Feuerstelle irgendwo hinmacht. Lasst uns mal überlegen, Freunde, wo könnte man gut so eine Feuerstelle hinmachen? Oder hier so, auf diese Anhöhung. Irgendwie hier so eine, als Raumtrenner quasi, wie so eine kleine Feuerstelle. Weil irgendwo hier will ich ja den Whirlpool hinmachen. Vielleicht hier hinten so den Whirlpool hier in die Ecke. Oder wir bauen lieber hier noch so einen Kamin rein. Hier so eine Oh mein Gott, ja, Leute, stimmt. Das sieht locker voll gut aus, wenn man das hier noch so reinbaut. Warte mal, Freunde, lasst mich mal was zaubern. Ich habe da so eine Idee. Lasst mich mal was zaubern hier. Ey, Mann, wo kommen denn hier die ganzen Monstergeräusche her? Ich drehe hier bald durch. Es wird dann quasi hier so draufstehen, die beiden Lagerfeuer. Dann braucht man aber halt hier so eine weiße Kalzitwand dahinter. Boah, Leute, hä? Ich wette, das wird übelst gut aussehen. Okay, wir machen oben, weiß noch nicht, ob wir da Feuer hinmachen, aber hier auf jeden Fall Feuer. Oh mein Gott, hä, Leute, ich glaube, das wird krass aussehen. Ich glaube, das wird echt heftig aussehen. Machen wir das hier weg. Nicht, dass es irgendwie hier noch so anfängt zu brennen oder so, das Holz. Einmal hier in dem Radius von dem Feuer wegmachen. Besser ist es. Boah, Alter, man wird dann nur die Flammen sehen. Alter. Okay, und jetzt machen wir hier so ein Feuer hin. Ich hoffe, mein Plan geht so auf, wie ich mir das vorstelle. Oder hätte das doch eins höher noch sein müssen. Nee, wir dürfen das nicht mit einem Lagerfeuer machen. Wisst ihr, wie wir das machen müssen? Ich weiß wie. Wir machen das mit Netherrack, weil Netherrack brennt ja unendlich. Das machen wir hier hin. Wir setzen da Netherrack. Oh mein Gott, das ist ja wie so ein modernes Penthouse, Alter. Das ist doch schon wieder so eine heftige Einrichtung, was wir hier machen, Freunde. Das ist doch schon wieder viel zu heftig. Okay, Leute, das müssen wir schnell machen. Bevor wir zu Alphastein gehen, müssen wir das hier noch fertig machen. Das sieht doch schon wieder so nice aus. Oh, Leute, genau. Wir holen uns jetzt noch 4 Netherrack, zünden das dann an, dann hat man hier so ein... Kennt ihr diese super Luxus-Ultra-Villen, Freunde, die auch sowas haben? So komplett wild.
Oh mein Gott! Ey! Der dreckige Creeper hat hier vor meiner Tür gekämpft. Ey, Mann! Ey, Alter, was war das denn jetzt? Ey, der hat hier die ganze Treppe kaputt gemacht. Oh, super, ey, toll. Hey, hallo, Nachbar, hallo. Ey, Candy, hast du hier gerade die Creeper hingelockt? Nein, ich bin hier lang gelaufen und ich habe was gehört. Ich dachte, du brauchst Hilfe, deswegen war ich hier. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Du musst hier nicht hinkommen. Mhm. Gut. Was soll? Ciao, hä, warte mal, was machst du denn da? Ich gehe hier nur lang. Hier unten. Ja, geh da nicht hin, da ist nichts. Was machst du denn hier? Gar nichts. Ich war hier zufällig gewesen. Ja. Und zufälligerweise war auch ein Creeper hier. Ja, den Creeper habe ich gemerkt. Das tat richtig weh. Naja, ciao, ja? Tschüss. Jo, ciao. Hä, Leute, was hat denn... Was hat der Typ denn hier gemacht, ey? Meint ihr, er hat hier die Creeper hingelockt? Naja, gut. Vertrauen wir ihm mal, ne? Okay, wir gehen uns jetzt mal 4 Netherrack holen. Es war ein bisschen komisch, aber auch weil er meinte, ich soll da nicht hingehen, aber da war auch nichts. Wie als würde er irgendwas von mir verheimlichen. Oh, nee, Leute, hier ist ja... Wir sind ja hier in diesem Schmutzbiom hier gelandet. Ist ja voll schwer, hier überhaupt 4 Netherrack zu kriegen. Okay, so. 4 Netherrack mehr. Ich nehme mal ein paar mehr mit, aber viel mehr braucht man hier nicht. So, und wieder zurück. Wir müssen echt mal auch so ein bisschen so eine kleine Nether-Erkundungstour machen in der nächsten Folge. Aber jetzt will ich gleich erstmal noch zu Alphastein gehen. Hä? Hä, Leute, wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Das ist doch hier Russiks Schiff, oder nicht? Das ist doch hier das von Russik. Ja, ey, toll, Leute, toll. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurückkommen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich glaube, ich weiß in etwa, wo wir sind. Ey, super. Ja, okay, also unser Nether-Portal funktioniert jetzt schon mal gefühlt nicht mehr. Das ist ja wieder klasse, Leute. Ah, nein. Ich wollte mir doch hier nur ein bisschen Lava abzapfen. Ey, das ist aber total dumm gemacht, Leute. Das ist bestimmt, weil hier jemand immer in dem gleichen Chunk wie ich ein Nether-Portal aufgestellt hat, dass man dann hier bei einem anderen rauskommt. Ja, aber okay, ich weiß in etwa, wo wir sind. Wir müssen hier vorne hin und dann da irgendwie wieder hoch. Aber wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, können wir eigentlich auch mal kurz Russik einen Besuch abstatten. Russiks Schiffsoase. Aha. Sollen wir hier mal ein bisschen Unruhe machen? Ey, was hat der denn hier alles? Eigentlich ganz ehrlich, ey, es sind andauernd Leute bei mir und klauen was. Vielleicht sollten wir auch mal was klauen hier bei Russik. Kugelfische, aha, okay, was hat der denn hier alles? Was hat, oh, ein bisschen Schwarzpulver. Wir nehmen mal ein bisschen Schwarzpulver mit für TNT, Leute. Okay, hier ist noch ein Chicken, ey, hä, aber eigentlich voll cool, was er sich hier gebaut hat. Er hat auch Axolotls, Leute, er hat auch ein kleines Aquarium. Lol, hä? Voll süß eigentlich hier, sein kleines Haus. Na gut. Okay, wir haben ihm 2 Schwarzpulver weggenommen. Das muss reichen. Oh, zu Alphastein müssen wir auch noch, Freunde. Jetzt aber erstmal wieder schnell weg hier. Nicht, dass der uns noch sieht. Ah, und da ist die Burg von Candy. Okay. Okay, an sich können wir ja auch hier jetzt hoch. Das sollte doch eigentlich auch gehen. Dann sind wir, glaube ich, schneller wieder bei uns. Okay, Russik ist ja eigentlich auch gar nicht so weit von uns entfernt. Wir sind bloß immer erstmal in die andere Richtung gelaufen. Ich war echt selten nur hier in der Richtung. Oh, warte mal. Mir kommt da gerade so eine Einrichtungsidee, Leute. Die sehen eigentlich echt ganz schön aus hier. Da können wir so als Bepflanzung mal hinmachen bei uns noch. Boah, das wird richtig gut aussehen. Alter, also ich sage euch, Leute, wir werden hier wirklich mit Abstand immer das schönste Haus von allen haben. Das ist mir wichtig. Wir haben vielleicht nicht das beste Equipment bis jetzt, aber wir haben auf jeden Fall das schönste Zuhause. Boah, Kohle müsste ich eigentlich auch hier mitnehmen. Unser Inventar ist schon wieder voll. Das ist so schlimm, wie oft das voll ist. Ich wünschte, man könnte Rucksäcke craften in Minecraft. Mojang, wenn ihr das hier seht, bringt doch mal Rucksäcke raus, bitte. Danke. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Okay, wir haben ja zum Glück noch Cobblestone dabei. Bauen es jetzt hier einfach mal hoch. Oh, Alphastein hat seine Koordinaten in den Chat geschrieben. Ich habe direkt einen Screenshot gemacht. Minus 300 und minus 400. Okay, da können wir. Dankeschön, Alphastein. Da muss ich jetzt hier den Kommentar auch nicht mehr raussuchen. Okay, und da sind wir wieder bei Candy angekommen. So, und jetzt schnell zu uns, Leute. Schnell zu uns nach Hause. Ist eigentlich auch noch ein bisschen Eisen. Müssen wir auch mal mitnehmen. Bei Gelegenheit. Und die Treppe natürlich auch gleich reparieren noch. So. Oh. Okay, Leute. Sehr gut. Wir haben es geschafft. So, jetzt mal widmen wir uns erstmal unserem Kamin. Ich hoffe, dass hier nicht unsere ganze Bude abfackelt von dem Feuer. Am besten gehen wir hin und machen auch noch hier einmal das Holz weg, was man eh nicht sieht. Weil ich denke nicht, dass jetzt hier was passiert. Großartig. Hier machen wir auch mal lieber Stein hin. Also ich weiß, dass so ein paar Blöcke übergreifend ist das ja. Machen wir hier alles erstmal mit Stein zu und dann geht da hoffentlich das Feuer nicht durch. Boah, Alter. Leute, wie gut das einfach aussieht. Alter. Aber an sich ist ja hier jetzt kein
Holz in direkter Nähe. Also ich hoffe jetzt nicht, dass hier alles abfackelt bei uns. Wir beobachten das erstmal. Boah. Aber Leute. Oh, hier haben wir vergessen zuzumachen. Aber Leute, wie heftig sieht das jetzt hier bitte schon wieder aus. Also die Feuerstelle hier, das war ja mal wieder so eine 10 von 10 Idee. Wir können da, sollen wir da noch so eine Glasscheibe reinmachen? Ja, komm, wir machen da noch so eine Glasscheibe rein. Oh mein Gott, Leute, ich liebe es, wie es bei uns aussieht. Es sieht so nice aus, Freunde. Es sieht so nice aus. Geil. Okay, feier ich. So, die Pflanzen haben wir ja noch überlegt, irgendwo aufzustellen. Sieht ja an sich ganz schön aus. Die kann man aber nämlich an nur auf Erde setzen. Dann testen wir das Ganze jetzt nochmal schnell. Ah, okay, das geht. Also so könnten wir das Ganze machen. Dann müssen wir das natürlich jetzt nur so ein bisschen, sag ich mal, schön irgendwie einbauen. Entweder halt mit Blumentöpfen drumrum machen. Wo ist die Burg? Bei Max. Warum will Stan jetzt wissen, wo die Burg hier ist? Das Ding ist, ich habe ja eigentlich jetzt Candy Schutz angeboten. Wenn er angegriffen wird, müssten wir dem ja eigentlich jetzt helfen. Aber mit Stanny sind wir ja auch cool. Oh, ich habe eine krasse Idee, Freunde. Ich habe eine richtig krasse Idee. Warte mal, wir können doch einfach hier sowas wegbauen. Und hier können wir doch jetzt einen Erdblock reinsetzen. Oh. Hey, das ist cool. Das finde ich jetzt cool hier. Einziger Nachteil ist halt nur, dass da die Erde rausguckt. Weil hier würde das eigentlich auch sehr gut passen, hier so Pflanzen. Hier ist halt das Problem, wie hoch das dann ist, ne? Ja, wobei, wir machen das so. Wir machen das einfach so und machen dann da diese Falltürenplatten da außenrum. Oh, Leute, Alter, wir haben wirklich, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wir werden einfach so hier das schönste Anwesen haben. Das ist doch einfach cool, Leute. Alter, das sieht aus, ne? Das sieht hier aus. Einfach luxuriös, Leute. Einfach luxuriös. Leute, seid ehrlich, habt ihr in eurer gesamten Minecraft-Zeit schon mal sowas Cooles gesehen, was ich hier gerade baue? Mit dieser Dachterrasse hier. Das ist doch nicht normal. Bam, bam. Wir brauchen eigentlich noch ein paar mehr von den Pflanzen. Die können wir uns ja dann vielleicht sogar noch irgendwo mal in unsere Bude reinstellen. Aber hier, das kommt schon sehr böse hier auf jeden Fall. Das kommt schon sehr, sehr böse. Wir bauen jetzt halt unfassbar viele von diesen Falltüren. Und dann machen wir das, genau, und dann bauen wir das so zu. Nein, oh, jetzt habe ich das abgebaut. Ich bummi. Boah. Ey, Leute, das sieht einfach so gut aus. Also, es tut mir leid, falls ich das so oft sage, aber ich feiere es einfach so krass. Okay, hier können wir das dann... Okay, wir müssen die Sitzgelegenheiten eins weiter rüberschieben. Okay, und die Sonnenliegen machen wir dann hier so hin. Genau, Leute. Genau. Alter. Und hier in die Mitte werden wir dann noch einen Whirlpool hinbauen. Oh mein Gott, wird das gut. Oh mein Gott, wird das gut. Holy moly. Ja, das einzige Problem ist halt, dass das hier irgendwann dann mal so zuschneit, wenn es halt jetzt wie jetzt schneit. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also sieht jetzt auch nicht super schlecht aus. Okay, Leute. Aber jetzt würde ich sagen, werden wir mal Alphastein noch einen Besuch abstatten. Wir werden ihn jetzt noch ausspionieren, ja. Aber auf ganz heimlich. Also er darf uns auf jeden Fall nicht entdecken. Unsere Bude hat heute schon wieder wirklich gute Upgrades bekommen, ne? Das kann man einfach nicht anders sagen. Hier nochmal eine Feuerstelle, dann die Bepflanzung, dann hier nochmal sowas hingebaut, wo uns leider noch ein bisschen die Materialien fehlen, aber ist schon nicht schlecht. Ich brauche irgendwie nochmal so eine super Geheimkiste, die wirklich niemand kennt, wo ich dann das ganze TNT drin lager, Leute. Da müssen wir echt aufpassen, weil das letzte TNT wurde uns ja auch aus unserer Schatzkiste geklaut, weil das ist ja irgendwie auch nicht mehr so geheim. Ach, und unsere Hunde haben wir ja auch noch umbenannt heute in der Folge. Also wir haben wirklich echt gut was geschafft gekriegt. 4 Diamanten haben wir noch. Reicht auf jeden Fall nicht für eine komplette Dia-Rüstung. Also irgendwann müssen wir auch nochmal ein bisschen auf Farming-Tour gehen. Wir haben halt jetzt echt so viel gebaut, weil wir es einfach schön haben wollen. Hat halt aber einfach den Nachteil, dass wir dann vielleicht ein bisschen schlechter ausgerüstet sind als die anderen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt mal noch eine super Geheimkiste. Obwohl, nee, das machen wir nächstes Mal. Jetzt, wir gehen mal noch zu Alphastein. Ich will jetzt nochmal bei Alphastein gucken. Wir werden jetzt mal noch Alphastein ausspionieren. Wir machen jetzt eine geheime Spionageaktion. Er hat gerade die Koordinaten in den Chat geschrieben. Minus 300 und minus 400. Das heißt, wir müssen hinlaufen zu... Da hinten. Da hinten in die Richtung ist das irgendwo. Will nur wissen, ob wir Alphastein jetzt vertrauen können oder ob der hier wieder gegen uns was macht. Oh, und runter da. Oh. Ah, da hinten sehe ich schon sein Haus. Da hinten sehe ich schon das Haus von Alphastein. Aber wir sollten uns mal besser ein Boot machen. Sonst fahren wir hier ewig rüber. Hä, hey, wer ist da denn? Hey, moin Meister. Hey, was willst du hier? Ich wollte dich gerade besuchen kommen. Was hast du vor? Gar nichts, ich wollte dich besuchen kommen. Was hast du da in der Hand? Eine Laterne. Herr Kravix, pass auf. Was machst du? Wirklich nicht mit dem Falschen. Ja, mach ich doch gar nicht. Wir haben doch Frieden geschlossen. Oh, stimmt. Hab ich vergessen. Ich war gerade bei Candy. Ich habe ihm gesagt, er soll Miete bezahlen. Ich habe 11 Eisen bekommen. Hey, wie? Ich habe ihm auch gesagt, er soll Miete zahlen. Mir hat aber nur 5 gegeben. Also,
Alter, ey, der hat doch aber in meinem Gebiet gebaut. Ja, wir müssen platt machen. Alter, sollen wir den mal zusammen angreifen? Aber der hat keine Rüstung. Ey, aber pass auf, Alphastein. Guck mal, weißt du, was ich mir überlegt habe? Der ist ja genau neben meinem Berg, hat der seine Burg gebaut. Wir bauen da eine TNT-Kanone auf dem Berg hoch und können dann TNT auf seine Burg schießen. TNT-Kanone? Ja, genau, eine TNT-Kanone. Oha, nice, gute Idee. Das machen wir nächstes Mal, ja? Gut, dann ich wünsche dir was. Ja, mach's gut. Wir sehen uns. Pass auf dich auf, Bro. Ja, tschüss. Hey, Leute, Alphastein, er war gerade nett zu uns. Dann fahren wir mal nicht rüber zu dem. Er war ja gerade nett. Weiß ich jetzt nicht. Das Problem ist, ich glaube eher, wir haben eine neue Bedrohung jetzt. Und zwar dieser Candy, der neben uns ist. Solange er ja an uns hier, sage ich mal, Steuern zahlt, ist das ja okay. Aber wenn er das mal nicht mehr macht, dann müssen wir uns auf jeden Fall um den kümmern. Ich habe vielleicht schon eine ganz gute Idee, was wir da machen können. Oh Gott, wir müssen uns jetzt hier erstmal hochbauen. Und zwar, wir werden einfach TNT unter seiner Burg platzieren, Leute. Und machen eine voll lange Redstone-Leitung. Und wenn er mal sich nicht mehr, wenn er mal irgendwann mit uns sich anlegt, dann werden wir einfach das TNT zünden. Und seine Burg in die Luft jagen. Wir sollten vielleicht auch hier noch ein bisschen Creeper uns erledigen, raussuchen. Oh, hier sind 3 Stück, sehr gut. Damit wir schön Schwarzpulver mal ein bisschen noch kriegen. Für mehr TNT, Leute, weil aktuell haben wir nur einen TNT-Block. Oh mein Gott, okay, das sind viele Creeper. Ja, perfekt. Super. Erstmal fast alle haben sich in die Luft gejagt. Alter, auf was für eine Distanz reagiert der denn? Was ist denn los mit dem? Warum explodieren die denn jetzt auf einmal alle direkt? Ich bin doch voll weit weg von denen. Okay, hier kommen gerade sehr viele Zombies. Oh, da ist noch ein Creeper-Reno. Ey, ganz... Wie empfindlich sind die denn gerade? Die explodieren ja so schnell. Das sieht auch gut aus, wenn da unten noch diese Beleuchtung ist. Ja, wir brauchen auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr Beleuchtung, Freunde. Weiß ja mittlerweile eh jeder, wo unsere Penthouse-Wohnung ist. Oh, da ist ein Creeper jetzt. Ich werde ihn jetzt diesmal mit Pfeilen abschießen. Also noch ein Schwarzpulver mehr und wir können schon 2 TNTs machen. Ist ja schon mal ganz gut. So, Freunde. Aber Leute, meine Aufnahmezeit für heute ist schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Leute, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was sollen wir in der nächsten Folge machen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.